Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier gerade auf dem Marsch, Treppunkt 6. Aktuell wird gerade Feld Nummer 19 geschwattet, bin ich gerade fertig geworden mit dem Ersttraktor. Ich werde jetzt aber mit dem Traktor die Bahn nacharbeiten. Weil ich habe gesehen, in Ecken, im letzten Feld, hat er oder sie immer was liegen lassen. Und zwar an der äußeren Kante, warum weiß ich auch nicht, wahrscheinlich weil es zu schnell in der Kurve gefahren ist. Ich würde mal ganz kurz versuchen, die Kurve zu kriegen, also dass er hier an die Bahn weiterfahren kann, ne? So. Ich habe ja schon einen zweiten Traktor gefunden, aber das ist erstmal für mich Anführungszeichen nebensächlich. Ich möchte demnächst erstmal hier die Ballenpressen arbeiten lassen an aller Ruhe. Die brauchen hier auch eine Weile. Und ich schaue mal, dass ich das hinkriege, dass es hier an der Kurve ist. Aber ein Originalgerät, ne, glaube ich. Gut. Anscheinend geht es in den Kurven nicht besser. Okay. Ich werde mal weiter mal eine Runde rumfahren, ob es da genauso ist. Und mal schön in die Mitte fahren. Denn es kann sein, dass ich dadurch den Schwatt wieder, obwohl die Klappen hoch sind, ganz grob in Unordnung bringen könnte. Ne? Hier ist ein Ballenpressen direkt schlecht. Müsste mal bei Gelegenheit einen anderen Schwatt probieren, ob das besser ist. Es könnte schon sein, dass in den Kurven zu schneller sind. Könnte. Wahrscheinlich sogar, ist sogar so. Man sieht ja auch hier, dass er das zu stark nach links tendiert, ne? Also dass durch die Kurve, durch die Fliehkräfte, dass er links nach oben geht. Ja gut, dann kriegst du auch gar nicht gut hin, ne? Also selbst hier wäre mal ein Versuch wert, hier immer genau das gleiche. Ja, überall nacharbeiten würde ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Weil ich befürchte, dass ich die gar nicht mehr so genau hinkriege. Ja, das war nichts. Kriegt er nicht hin. Das ist so. Gut, lassen wir so. Das ist auch immer jetzt egal. Runterfahren vom Feld. Und dann die beiden Ballenpressen schnappen. Kurs auch wieder kopieren. Und dann schon mal arbeiten lassen, ne? In der Mitte ist eh recht ordentlich gemacht worden. Na gut. Das mit Heu ist immer ungünstig, Anführungszeichen. Aber gut. Müssen wir jetzt mal so einen Kauf nehmen. Aber hier kommt Getreide drauf, Weizen oder Gerste. Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe ja noch ein Feld mit Wiese, und zwar die 50. Ich habe die ja mal vor längerer Zeit, in Anführungszeichen, mal schon, ja nicht gemäht, aber ausgesehen. Das heißt, kurz mal rüberbieben und das Feld nutzen oder gucken, was hier rechts ist, ne? Ob es erntereif ist. Ist erntereif. 16,15 Tonnen je Hektar. Ist das jetzt neu? Liter ist auch dabei. Gut, dann werden wir die beiden Traktoren, die jetzt hier stehen, auf Feld 50 schicken. Und zwar unter Alt 0. Und dann gehen wir hier oben rauf
Felder 50. Und auf geht's. Gute Fett über den Acker, weil da der blaue Strich ist. Ist aber okay. Und den werden wir doch nicht. Doch zur Straße. Gut, dass er den Baum nicht genommen hat, ne? Mit dem hat gleiche, halt null. Reparatur? Ah, ne, nicht. Ne, ne. Auch nicht. Feld 50. Und das wäre ja mal schade, wenn wir das verschenken würden, ne? Das Gras auf Feld 50 ist doch recht viel, ne? Und das kann man ja locker. Das soll ja bleiben, das Feld. Das ist ja nicht das Problem. Und da kann auch die Ball länger Zeit liegen, ne? Einsteigen und entlassen. Wie gesagt, in den Kurven müsste ich vielleicht das nächste Mal Schafe wenden. Und dann hinter mir den hoch und fährt mich zurück. Ist vielleicht besser. Ich stelle mal rechts hin. Und die brauchen wir nachher bei Feld Nummer 50 später. So, die Ballenpressen wollte ich haben. Das ist der LKW. Den brauche ich auch. Und zwar muss ich ja. Ne, den nicht. Dann müsste ich die anderen Ballen nehmen, weil die sind fast leer. Also soll ja arbeiten, ne? Wir machen aber erstmal die Traktoren auf Feld Nummer 19. Weil die müssen arbeiten, nutzt all nichts. Sie stehen uns rum. Ich möchte ja die Ballen gepresst haben bis zum Zeitpunkt. Oh, ja. Diese Aufnahme zu Ende ist, ne? Beziehungsweise heute. Wird ja nichts. Ich wollte ja heute 3 oder 4 Folgen machen und morgen nochmal 3. Und Freitag dann den Rest. Die Thüringen. Und dann mit Bearbeiten beginnen. Ich habe ja nun Kettel und Kotz ja die 8 Folgen mal geschafft, dass ich wieder im Rhythmus bin mit Samstag hochladen. Wenn ich Zeit habe, dann ich noch 2 Folgen Kettle Cops machen, um dann auf den Rhythmus zu kommen, wie LS. Dass ich am Samstag in aller Ruhe hochladen kann, nichts eintragen muss, also nichts weiterhin planen muss, beziehungsweise ich mehr Zeit habe auf Sonntag. So kann YouTube in aller Ruhe bearbeiten und ich kann am Sonntag in aller Ruhe das ausfüllen. Und das muss ja zum Sonntag nicht fertig sein, sondern zum Montag. Das macht die Sache etwas entspannter, in Anführungszeichen, ne? Denn mit dem Stress oder den Druck am Samstag das fertig zu haben, ist es blöd. So, hier werden wir gleich schlauerweise gleich mal starten. Und zwar werden wir hier mal kurz den Kurs kopieren oder hieraus laden. So, Fell, Mehl und Schwandner sind nicht. Wie war dann 19 so spät? Ach, habe ich jetzt hier 19 angeschrieben? Okay. Dieser Kurs werde ich im nächsten Jahr so vergessen haben, aber das ist ja eine Weile hin, ne? Du wirst links sein, du bist der erste Fahrzeug links und diesen Fall stecke ich noch voraus, weil die vorne so blöd gemacht ist, ne? Einstellen, lass mal losfahren und das nehme ich schon mal einen zweiten Fahrzeug. Den zweiten Fendt. Denn die bräuchte ich normalerweise für den Abfahrer für Feld Nummer für die Rüben, ne? 65 muss ich mindestens viele Fahrzeuge haben. Da reichen 2 nicht aus, die ich jetzt schon eingeplant habe. Das wird nichts. Ich brauche noch 2 Vollrübenernte, das brauche ich auch noch. Denn da müssen 3 Maschinen ernten und mit 4, 5 oder 6 Abfahrer arbeiten, weil der Weg recht weit ist. Ich werde auch die Rüben auch gleich
in die Zuckerfabrik fahren lassen, bis das Lager voll ist. Denn es wäre ja blöd, sie fahren zum Lager rein und dann in die Zuckerfabrik. Es funktioniert im Realleben ja anders. Im Realleben ist es ja so, dass die Rüben aufs Feld eingelagert werden. Also im Prinzip eine große, ja, man macht eine große Miete, kann man sagen. Ne? Die LKWs kippt das in eine Reihe ab. Dann kommt ein Gerät später, wenn alles fertig ist und die Fahrzeuge da sind, weil die machen so per LKW. Geht ja über Landstraße und teilweise Autobahn zur Zuckerfabrik. Da sind ja Entfernungen bei, ich sag mal ganz pauschal, so 70, 80 Kilometer vielleicht. Dafür braucht man natürlich extra ein anderes Fahrzeug, kann man sagen. Als Traktor. Die halt mit dem LKW können sie halt ihre 80 km/h fahren auf der Straße. Ne? Und sie kriegen auch entsprechend mit einem Anhänger viel mit. Die Tonnenanzahl ist ja eh begrenzt. Aber die meisten Felder sind ja nicht um die Ecke bei der Fabrik, ne? Ist ja halt so, ne? So, der erste schon bei und der zweite hinterher. Muss ich aber auch ganz kurz. Und zwar hier werden wir aufzumachen. Zwei Geräte. Warum nicht suchen? Dann Feldmodus, ne? Sonst wird das nichts. Rechts. Ersten Wegpunkt und ich fahre da mal jetzt mit, damit ich sehen kann, zum einen, dass er nicht irgendwo auf dem Ballen aufliegt, zum anderen, in dem Fall werden sie nicht kollidieren, die fährt eher in eine andere Richtung. Die Ballenmenge ist auf 8000 eingestellt. Also wenn wir so eine große Ballenpresse hätten, dasselbe Gerät haben wir in der Firma, also in der Ausstellungshalle, und zwar da, wo hier 125 steht, da haben wir 155 zu stehen. Also ich kann ein bisschen mehr von der Menge her. Original, ne? Hier habe ich ein bisschen getrickst. So, hier die erste Bahn ist ja nichts, weil er wieder, ne? Hat er geschwattert wieder, ne? Auch oben das Stückchen und der mit. Ist ja halt so, weil die zwei Bahnen halt so dicht zusammen waren. Ne? Und ich kann hier später immer die andere Wiese ran, auch morgen mähen zu nehmen. Ne? Nicht so viel auf einmal machen. Wir haben ja jetzt Mitte Herbst, für Heu ist eh zu spät. Also Heu, meine Erfahrung, sollte man machen, wenn es richtig warm ist. Ne? Also richtig warm. Und zwar entweder man macht es zur Grasblüte zum ersten Schnitt. Das heißt monatmäßig Ende Mai, Anfang Juni. Ich sag mal so, ich habe früher das so gehandhabt, mit der Sense damals noch, war ja nicht viel, was wir da auf dem Hof hatten, so gehandhabt, dass ich geguckt habe, dass das Gras im Prinzip anfängt zu blühen. Und dann natürlich auch Wetter geachtet, ne? Also dass es trocken ist. Das war das nächste wichtige Kriterium, wenn jetzt viel Regen anstand, ja, da konntest du das vergessen, dann wird das nichts. Dann muss halt später gemäht werden, ne? Und ich habe geschaut, dass ich das entsprechend dann gemäht habe. Ich muss jetzt so vorstellen, das Gras treibt ja eine Blüte raus. Und dann kommt ja in diesen Blüte halt, wie das so ist, Windbestäubung mit Gras übrigens, ist es ja so, dass es dann irgendwann mal zu Samen kommt. Wenn der Samen ausgebildet ist, bis es im Grunde zum Mähen, hat man den optimalen Zeitpunkt verpasst. Weil dann geht die ganze Kraft in den Samen rein. Und das kann es sein, dass beim Mähen oder beim Zusammenhaken ihr Samen rausfällt. Dann ist das Heu nicht so schön und kräftig, wie es sein könnte, wenn man es nur früher gemäht hätte. Ne? Klar, wenn jetzt theoretisch Regen ist und man wird es nicht trocken kriegen, dann ist es sicherlich ja,
Kompromiss, aber ansonsten, wenn das Gras im Prinzip außen rauskommt aus der Pflanze, die Blüte, und dann beginnt es zu blühen. Es blüht ja auch unterschiedlich, es ist ja verschiedene Sorten bei, dann hast du Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Blüte beginnt, dann ist die meiste Kraft noch im Gras drin und geht Richtung Blüte zum Wachstum. Ne? Da hat man mehr, naja, Freude kann man nicht sagen, aber halt ist halt besser als in der Qualität, als wenn man das, wie gesagt, für Futter, für Silage ist und WGH ist das nicht ganz so dramatisch, ne? Futter ist nicht so wichtig. Und für Silage ist eh wurscht, ne? Das ist eh, kann man auch früher mähen, theoretisch, ne? Aber wenn es halt, man muss immer im Wetter drauf achten. Der mäht ja wieder nicht alles, ne? Also nimmt nicht alles mit. Futter ist halt so. Aber weniger als letztes Mal. Gut. Und der ist die zweite Bahn gleich. Ja, er oder sie. Sie. Sie hat vorne Beulen, also sind sie. Ist im Grunde egal. Fahrer ist Fahrer. Hier ist hier beide fahren. Da gibt es keine Unterschiede. Ne? Das ist so eingestellt, dass es im Prinzip optimal läuft. Was wollte ich jetzt machen? Die Rübenernte weiter vorbereiten, weil mähen werde ich jetzt nicht mehr. Also nicht heute. Nicht in der Folge. So, ich war, wo war ich stehen geblieben? Hier. Den wollte ich reparieren und Gewicht wäre nicht schlecht, ne? Ja. Weil die Rüben drücken auf der Deichsel und dann da vorne hoch, dann ist er im Prinzip schwer lenkbar. So, jetzt schnell zum Hof, mal gucken. Dann kann ich mal den Fahrer hier entlassen, der bei der BGH steht. Wenn er hier stehen würde, der ist ein anderer Fahrer. Wo ist der? Milch fährt auf Blocking. Nicht, dass er wieder über Haufen gefahren wurde. Ne, der 5% Blocking. Mal gucken. Irgendwie weit weg. Raffinerie, Brauerei, Molkerei. Mal gucken mal da. Gras geht. Gras. Gut, das ist hier auch nicht. Gut, er steht hier. Das ist gut. Den kann ich auch zum Abfahren nehmen zur Not. Aber erstmal entlassen. Und Platz schaffen. Erst mal Platz schaffen, weil wenn das losgeht, dann brauchen wir den Platz. Wir fahren mal runter von der Fabrik und stellen den mal rechts hier beim Feld hin, ne? Abseits der Straße, sonst würde sich im Weg stehen. So, dann mal Licht aus, durchschalten. Irgendwo muss er ja stehen. Ja, der Traktor neuerdings ist mal so. Muss auch nicht an den Traktor liegen. Ich habe letztes Mal einen LKW gehabt, da war das gleiche Problem. Gut, beide Fahrer sind da. Guck mal, wo er ist. Er oder sie. Im Stall vielleicht, ne? Oh, schon wieder. So, liebe Leute, die Folge ist heute auch schon zu Ende. Mal ganz kurz gucken, wo unser Milchfahrer ist, ne? Vermute mal beim Stall. Blocking Milch, der 0 km/h. Warum fährst du nicht weiter?
Gut, entlassen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich werde mal ganz kurz das Gerät umstellen. Und zwar. Nee. Hilfe, Hilfe. Verkaufen mich, nee. Ah. Nö, bestellen wir vorher einen Traktor wegnehmen. Sonst wird das nichts. So, schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit Grasmähen, Grasballen pressen und weiterhin die Rübenernte vorbereiten. Tschüss und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.